Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo Benny. Hi. Jetzt ist er kleinlaut. Er hat gerade gesagt, ich gehe nicht mit auf den Blog, wenn es scheiße wird. Genau in der Stimmlage. Dann sagt der Tim, jetzt weiß doch eh schon jeder, dass es dein Teil ist. Nee, wir haben es ja gesagt, du hattest ja auch angekündigt, du weißt nicht, ob zwischen 0,6 oder 1 Milligramm bei deinen Tröpfchentests. Es ist halt immer gleich pink gefühlt. So, und das ist bei Nitrit, weiß man wenigstens, wenn es pink wird, dass es richtig blöd wird. Und dann wissen die Leute, dass sie reagieren müssen. Und dann spielt es eigentlich auch nicht die große Rolle, ob ich 0,6, 1 oder 1,5 drin habe. Natürlich ist je mehr Nitrit, desto schlechter, aber sie müssen reagieren. Viel dramatischer ist es beim Sauerstoff, wenn es permanent pink anzeigt und die Leute denken, sie haben bei 27 Grad 30 Fische auf 5 Kubik und 2 Kilo Futter immer noch 11 Milligramm Sauerstoff. Alles ist gut. Und dann schalten wir einmal, so wie du erzählt hast, einen Sauerstoff aus und dann geht es plötzlich alles ganz schnell. Zügig, ja. So. Du hast deinen tatsächlichen Nitritwert schon erfahren oder hast du gerade mir diesen leckeren Bohnenkaffee gemacht? Ich glaube, es ist ein bisschen höher, wie ich gedacht habe. Ja, 1,6 Milligramm pro Liter. Ja. Also, aber deine Fische sind geil drauf, gell? Ja, 0,5 Salz halt. Mhm. Aber also ich merke jetzt trotzdem, dass sie teilweise dann anfangen, so ein bisschen zu scheuern und sowas, aber. Weißt du, was Nitrit die zwei gefährlichen Punkte sind? Einmal wird der Sauerstofftransport im Blut reduziert, verhindert, erschwert. Aus Hämoglobin, kennt man ja, wird Methämoglobin durch Nitrit, was immer das ist. Und ich habe das auch nicht wirklich so bis ins letzte Detail verstanden, ist ja nicht wichtig. Ich weiß nur, dass das passiert. Und zum anderen ist es ein hervorragender Stickstoffdünger für pathogene Keime. Also wenn du jetzt noch die Krätze im Teich hättest, also eine bakterielle Krankheit, dann das bestimmte Bakterien sind, kann das alles viel schlimmer werden unter zugegen sein von Nitrit. Ja? Okay. Und das wird häufig verwechselt, dass man denkt, das Nitrit hat die Scheiße produziert. Und das ist der Klassiker. Du kaufst dir Fische beim Händler mit Bakterien, setzt die da rein, es kommt zum Problem. Dann sagt der Händler, ja, das liegt an deinem Teich und mess mal Nitrit. Dann misst du Nitrit, oh, tatsächlich, ich habe schlechte Wasserwerte. Dann wird es aufs schlechte Wasser zurückgeführt. Und das ist aber eine große Lüge. Da reden sich die Händler nur raus, weil in Wirklichkeit ist das Nitrit zwar ein Beschleuniger, ein Katalysator für die pathogenen Keime, die er vielleicht mitgeliefert hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass immer die Händler schuld sind, aber das habe ich schon ganz häufig erklärt. Also Fische wirklich über die Wasserwerte krank zu machen, ist schwer. So. Wenn du jetzt in die einschlägige Literatur guckst, dann denkst du, deine Fische sind jetzt eigentlich schon tot bei 1,6 Milligramm. Da willst du dir keinen Modern Koi Blog mehr angucken, kein Buch mehr lesen. Da willst du eigentlich nichts mehr, außer dass es möglichst schnell vorbei ist. Jetzt haben wir aber erstmal die Thematik, dass es schnell vorbei ist, gibt es nicht. Ja? Das ist jetzt ein Weg, den wir gehen müssen. Und dass die Fische auf diesem Weg nicht zu Schaden kommen und nicht sterben, gibt es eigentlich nur ein wirkliches Hilfsmittel und das ist Salz. In dem Fall mindestens 0,15. Prozent aufsalzen, den Salzgehalt halten und das empfehlen wir auch allen Kunden, macht das einfach, ob ihr Nitrit habt oder nicht, im ersten Jahr Tuschur durch. Ja. Weil der Filter durch so viele Anpassungsphasen geht und da kann es immer mal wieder passieren, dass Nitrit ins Wasser kommt und einfach, um die Fische zu schützen, weil das Chlorid aus dem Kochsalz, Natriumchlorid, dissoziiert im Wasser zu Na plus und Cl minus, das Cl setzt sich an die Kiemen, an die Stellen, wo normales Nitrit im Körper aufgenommen wird und dann kommt dieses Nitrit, egal in welcher Konzentration, natürlich irgendwann ist das Ausschicht, kommt nicht mehr in den Körper. Okay. So, und jetzt haben wir aber das Nitrit drin. Jetzt könnte man sagen, okay, wir machen Wasserwechsel. Funktioniert nicht. Ja, du machst heute Wasserwechsel, morgen ist es wieder da. Es sind gestern, glaube ich, 5000 Liter Frischwasser rein. So, und du hast heute 1,6. Ja. So. Also und mit 5000 Liter würdest du ja eh nur um 25% reduzieren. Aber glaub mir, das ist so schnell wieder da. Mit Wasserwechsel kommen wir nicht weiter. Wir kommen eigentlich nur weiter, wenn der Filter einläuft. Jetzt gibt es die Produkte, die irrtümlicherweise und wieder des Verbraucherschutz als Filterstarterbakterien bezeichnet werden. Das sind durchaus irgendwelche Bakterien oder sonstige Organismen, die in der Lage sind, Nitrit oder auch Ammonium zu verstoffwechseln. Ja, du kippst die jetzt rein, dann ist wegen mir morgen alles gut, aber übermorgen ist es halt wieder nicht mehr gut, weil das ist genau wie mit dem Wasserwechsel. Die Bakterien reichern sich im System nicht an. Okay, also aber sie sind, und jetzt wird es ganz interessant, sie sind ein Nahrungskonkurrent zu den Bakterien, zu den Heterotrophen oder Autotrophen, die sich hier im System von alleine anreichern. Und wenn ich jetzt ständig denen das Essen wieder wegnehme, weil ich so andere Idioten reinkippe, die das Ding, dann wachsen die nicht. Und dann ziehe ich diese Einlaufphase einfach unnötig in die Länge. Mhm. Und darum haben wir gelernt,
man muss dann auch mal in sauren Apfel beißen oder idealerweise, und das ist ja, was du schon gemacht hast, deine Werte wären wahrscheinlich heute bei 3, 4 oder 5 Milligramm Nitrit, wenn du nicht schon mit eingefahrenem Filtermaterial gearbeitet hast. Heute haben wir dir nochmal 100 Liter feinstes Material als Dankeschön, dass wir hier bloggen dürfen und dass du aufs Video gekommen bist. Haben wir dir nochmal 100 oder 150 Liter mitgebracht. Die sind jetzt auch nochmal drin. Das wird sich auch bemerkbar machen. Und dann muss man einfach verdammt nochmal einmal durch diese Phase durchgehen. Fertig. Und dann ist es aber auch vorbei und dann ist der Filter stabil. Sehr gut ist, und da auch an alle die Mahnung, die jetzt ihren Teich groß umbauen wollen oder neu bauen wollen. Das ist einer der Gründe, warum es ideal ist, wenn man im Frühjahr in die Teichsaison startet. Weil jetzt haben wir noch 3-4 Monate warme Temperaturen. Da kann der Filter jetzt einlaufen. In der Regel, je nachdem, wie ich vorgehe, kann das zwischen 2 und 6, 8 Wochen dauern. Dann ist es aber stabil. Dann kann ich auch die Fische für den kommenden Winter konditionieren und kann mit vernünftigem Wasserwerten in den Winter gehen und muss nicht in den Winter gehen mit 1 Milligramm Nitrit oder 0,6, weil dann kann es auch irgendwann mal blöd werden. Und vor allem passiert im Winter nicht mehr viel. Von daher hast du jetzt die beste Ausgangsposition und du misst jetzt einfach mal, oder du bist jetzt nur 20 Minuten von uns weg, du kannst auch gerne in einer Woche oder zwei mit einer Wasserprobe vorbeikommen oder mit deinem Tröpfchentest kannst du ja die Richtung sehen, und wenn du nochmal 100 Liter Filtermaterial brauchst, dann sind wir da gerne bereit, dir da nochmal unter die Arme zu greifen, damit es deinen Fischen gut geht. Da du aber Salz im Wasser hast, ja, und wenn man jetzt mal sieht, zeig mal das, die Fische, Timmele, so, wenn ich hier bin, ja, die Fische sind nicht schreckhaft. Nee, die wollen fressen. Die wollen fressen. Aber wenn du jetzt kein Salz im Wasser hättest und die Nitritwerte, ist Schreckhaftigkeit eines der Hauptsymptome. Ja. Ja, ganz brutal. Aber du siehst, du hast deinen Fischen im Prinzip durch das Aufsalzen den Arsch gerettet. Ja. Und selbst es heißt ja nicht, dass dein Filter nicht läuft. Du baust halt im Moment nur wahrscheinlich die Hälfte oder 60% oder 70% des Nitrits, was im Tagesverlauf entsteht, baust du ab. Aber das sollte man sich wirklich vor Augen halten. Ich kenne kaum ein anderes Problem in der Koi-Haltung, wo die Leute zu mehr Aktionismus greifen wie bei Nitrit. Da denkt man immer gleich, die Fische sterben jetzt sofort. Ja. Man muss jetzt sofort handeln, man muss sofort Wasser wechseln, man muss sofort Filter starten, Bakterien. Und man macht häufig alles viel, viel schlimmer, weil die Leute machen dann wie du 25% Wasser wechseln, manche auch 50%. Dann kackt denen noch die Temperatur ab, weil diese Nitrifikanten wachsen besonders gut, je wärmer es ist. Ich glaube, die haben irgendwo bei 7, 28, 29 Grad ihr Optimum für die Zellteilung. Und dann hauen sie die Temperatur runter, verändern ständig das Milieu. Und damit haben die Bakterien richtigen Stress. Also gerade mit dem abfallenden Temperatur. Ganz schlimm. Ja, dann werden Filterstarterbakterien reingekippt. Und dann wird alles eine Katastrophe. Und dann werden die Fische gestresst. Und was werden gestresste Fische? Die werden dann wirklich Opfer von Parasiten. Dann muss man noch anfangen zu behandeln. Wenn sie Opfer von Parasiten sind, dann fangen sie sich an zu scheuern. Dann entstehen offene Stellen. Dann hat man vielleicht doch das eine Bakterium drin, wo Entzündungen machen kann. Das hat dann wieder Nitrit. Das schuppt dann den gesamten Teufelskreis Koi-Haltung an. Drum, in solchen Momenten einfach mal cool bleiben. Sich auf Salz verlassen, nicht zu wenig messen, nicht zu viel messen. Man braucht auch nicht dreimal am Tag messen, da passiert an einem Tag nicht so viel. Nein. Ich kenne Leute, die das haben fünfmal am Tag gemessen. Es ist immer gleich pink. Ja, messen sie heute und dann reicht es, wenn sie in 3 Tagen nochmal messen. Fütterung, bei 1,6 würde ich jetzt tatsächlich nicht füttern. Ja? Aber wenn ich jetzt sehe, es fällt unter 1, dann kann man wirklich die ersten kleinen Gaben auch wieder geben, weil man muss auch wieder sehen, der Fisch soll ja auch nicht verhungern. Ja, der wird ja auch, wenn der nichts zu fressen kriegt, was passiert, dann fährt das Immunsystem auch irgendwann zurück. Also unter 1 dann wirklich auch mal kleine Gaben wieder geben. Kein eiweißreiches Futter, nur Konishi. Ja, was fütterst du, Konishi? Würde ich gerne, aber es ist zu teuer. Nummer 3 auch? Wenn, dann will ich schon Number 1. Ja, aber Nummer 3 ist günstig, so wie das andere, aber immer noch 10-mal besser als das andere. Ich sage nachher, was ich fütter. Ist auch nicht so schlecht. Okay. Glaube ich nicht. Du hast ja Nitrit wie die Sau. Also den Blog fangen wir jetzt wieder von. Jetzt fangen wir den Blog wieder von vorne an. Der Grund für das Nitrit hier ist nicht ein eingelaufener Futter, sondern ein schlechtes Futter. Nein, das ist natürlich Spaß. Aber Sie verstehen, was ich meine. Man muss auch füttern. Also man kann jetzt die Fische nicht darben lassen und einfach darauf hoffen, dass das Nitrit dann irgendwann weg ist, weil man muss ja auch das Rad weiterlaufen lassen. Ja? Also man muss ja den Bakterien dann, wenn sie da sind, auch wieder Nahrung geben. Weil sonst ist irgendwann sind die Bakterien, die Ammonium in Nitrit verstoffwechseln, dann geht es denen wieder scheiße. Und darum ist es ein gesamtes Zusammenspiel. Ja,
Also, Benni, wir sind in 3 Wochen spätestens wieder da und dann gucken wir uns das wieder an. Ich bin gespannt. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.